Wenn du E-Moll beherrschst, dann bist du ein gern gesehener Gast in jeder Rockband, denn E-Moll klingt fantastisch auf der Gitarre. Bei E-Moll kannst du die Saiten offen lassen, du brauchst keinen sogenannten Capo, sondern du kannst einfach durchziehen und das Ganze klingt immer super wuchtig. Das ist E-Moll auf der Gitarre. Und wenn du dieses Video hier zu Ende geschaut hast, dann wirst du auch auf dem Klavier E-Moll aus dem FF beherrschen. Du wirst nicht nur die Tonleiter beherrschen und die richtigen Fingersätze, sondern du wirst insbesondere auch die E-Moll-Akkorde beherrschen, und zwar egal in welcher Lage. Das wird alles kein Problem mehr für dich sein. Erstmal herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Piano.University. Mein Name ist Gordon November. Ich bin Autor des Buches Tonarten meistern ohne Noten und ich bin Gründer von Piano University, deiner Adresse Nummer 1 für intuitives Klavierspielen. So, und los geht's. Gordon hat von Mai bis Juli Heuschnupfen. Genau, wir werden E-Moll heute in 3 Schritten bezwingen. Wir werden als allererstes mal einen kurzen Blick in das Buch reinwerfen, welche Töne denn in E-Moll gebraucht werden. Und dann wirst du auch gleich den passenden Fingersatz erfahren, der dir immer durch E-Moll durchhelfen wird. Dann im zweiten Schritt gehen wir auf das Klavier und bauen den E-Moll-Dreiklang in den verschiedenen Lagen auf. Und dann im dritten Schritt werden wir locker die Tonleiter von E-Moll rauf und runter spielen, denn du kennst ja dann bereits den richtigen Fingersatz. Dann würde ich sagen, lass uns direkt mal hier ins Buch schauen. Was du hier siehst, das ist der Quintenzirkel. Und wenn du den Quintenzirkel noch nicht kennst, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wenn du es detailliert wissen willst, dann findest du hier unten noch ein detailliertes Video, wo ich dir den Quintenzirkel tatsächlich mal in der klassischen Theorie erkläre, aber auch so verständlich, dass du es für immer begriffen haben wirst. So, fürs Erste gebe ich dir mal die Info mit: Der Quintenzirkel, der ist ein Tool, mit dem du die Schwierigkeit von einer Tonart einschätzen kannst. Und im oberen Bereich findest du eher die einfacheren Tonarten, also C-Dur und A-Moll, klar, und ganz unten findest du so per Pianistendefinition die schwierigsten Tonarten auf dem Klavier, weil sie eben die meisten schwarzen Tasten haben. Da siehst du ganz unten Gestur, H-Dur, Des-Dur und so weiter. Das ist alles ja so mittelmäßig angenehm. Aber wenn du schon ein bisschen länger hier auf dem Kanal unterwegs bist, dann weißt du, uns intuitiven Pianisten macht das Ganze nicht so viel aus, denn wir sind eher auf die Tasten konzentriert. Richtig schwer haben es wirklich die Leute, die nur Noten können und nicht intuitiv Klavier spielen können. Und falls du selber Notenspieler oder Notenspieler bist, dann bist du hier bei Piano University absolut richtig, denn dann wirst du auch das intuitive Klavierspielen lernen und beides kombiniert mit Noten, da bist du dann wirklich unschlagbar. Okay, wo ist E-Moll? Hast du vielleicht schon gefunden? Das ist hier oben. Also, das ist so auf 1 Uhr und das ist absolut bewältigbar. Das hat eine schwarze Taste und diese schwarze Taste teilt sich E-Moll auch mit der parallelen Dur-Tonart, und zwar mit G-Dur. Und welche schwarze Taste das ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir gehen im Buch auf eine andere Seite und dann siehst du hier die Tastatur. Und da haben wir schon die erste schwarze Taste. Das ist hier das Fis. Und vom Fingersatz her ist es so, wir können auf den Standardfingersatz für Tonleitern zugreifen. Den kennst du vielleicht schon, wenn du ein bisschen hier bei mir die Videos angeschaut hast. Der Standardfingersatz, den wir immer nehmen, ist 1, 2, 3, also Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Und dann untersetzen wir mit dem Daumen, das siehst du jetzt gleich in der nächsten Kameraeinstellung, untersetzen wir mit dem Daumen und spielen dann so weit hoch, bis uns die Finger ausgehen. Genau, hier unten findest du noch die Noten. Das Buch heißt zwar Tonarten meistern ohne Noten, aber falls du Notenspielerin oder Notenspieler bist, dann findest du in diesem Buch auch zu allem die Noten, falls dir das zur Orientierung hilft. Ich selber bin ja auch Notenspieler oder komme zumindest daher und ich benutze das auch hin und wieder, eben wenn ich zum Beispiel meinen Song ganz schnell lernen muss und keine Zeit habe. Ja, oder keine Lust habe, mir den tatsächlich auf eine persönliche Art anzueignen. Aber meistens spiele ich eben nach Intuition. So, das hier ist der Dreiklang von E-Moll. Gucken wir uns auch gleich im Detail an, aber nur, dass du es schon mal gesehen hast. Das ist die Grundstellung, die spielen wir mit dem ersten, dritten und fünften Finger. Die erste Umkehrung, erkläre ich dir gleich, was das ist, spielen wir mit dem ersten, zweiten und fünften Finger, ein etwas anderer Fingersatz in dem Fall. Und in der zweiten Umkehrung, erfährst du auch gleich, spielen wir mit dem ersten, dritten und fünften Finger. Das war jetzt mal wieder eine Menge Holz. Ich weiß, falls du da Schwierigkeiten hast oder irgendwas nicht so richtig verstanden hast, dann schreib mir doch bitte hier einen Kommentar und sag, hey, ich habe hier eine Frage, und dann
kann ich dir da in den Kommentaren sicher weiterhelfen. Oder wenn du sagst, hey, ich habe alles verstanden, dann schreib einfach hier unten, hab's verstanden oder hey, ich bin auch hier, dann weiß ich, dass ich hier nicht so allein in diesem Video bin. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und mich zum ersten Mal siehst, dann schreib doch mal kurz ein paar Worte über dich und sag mal, wer du bist, was du so spielst, was du in der Vergangenheit so gespielt hast und was du gerne lernen möchtest. Dann trägst du auch mit dazu bei, dass du in Zukunft hier Videos bekommst, die auch wirklich haarscharf auf dich passen und dass du auch das lernst, was du hier dir wünschst. Genau, aber wenn du das gemacht hast, dann können wir direkt zu Punkt 2 springen und wir werden uns den Dreiklang auf der Tastatur zusammenbauen, den E-Moll-Dreiklang. Und was ist der Grundton von E-Moll? Genau, hast du richtig erkannt, das ist E. Cool, okay. Und der Dreiklang setzt sich so zusammen, wir setzen eine kleine Terz darüber. Also wenn du noch nicht weißt, was eine Terz ist, das ist ein Dreitonabstand, ein Intervall sozusagen. Und wenn du nicht weißt, was Intervalle sind, habe ich auch hier unten ein Detailvideo für dich gemacht, wo wir die Intervalle mal zusammen durchgehen und ich sage dir, welches Intervall wie heißt und vor allem, was es überhaupt ist. Aber das kannst du alles bequem nach dem Video machen. Für einen Moment reicht dir das. Das hier ist ein Dreitonabstand, also die Terz. Und wir setzen hier noch das Fünftonintervall obendrauf, die Quinte. Kannst du dir merken, Cinque. Oder Cinco oder Sank, das ist also, beschreibt alles fünf. Das heißt, das ist ein Fünfton-Intervall. So, das zusammen mit der Terz ergibt den E-Moll-Dreiklang. Dann die erste Umkehrung, die wir gerade gesehen haben. Die funktioniert so, dass wir das E hier nach oben holen. Und dann ist das im Grunde noch der identische Dreiklang, aber eben in einer anderen Stellung. Und den spielen wir mit dem ersten Finger, zweiten Finger und fünften Finger. Und der Grundton E ist jetzt eben hier oben. Und dann gibt es noch mathematisch die dritte Möglichkeit, dass wir hier mit dem G nach oben gehen und haben dann den Grundton hier in der Mitte. Und vom Fingersatz her ist es so, wir spielen es mit dem Daumen. Erster Finger, dritter Finger, fünfter Finger und ja, mathematisch bleibt uns nichts mehr übrig. Das sind die drei Umkehrungen. Wenn wir jetzt noch die vierte Umkehrung machen würden, dann sind wir wieder in der Grundstellung, also wieder in dem hier. Also drei Akkorde, denke ich, sind noch zu schaffen. Oder drei Stellungen, es ist ja im Grunde der identische Akkord. Gut, wenn dir das Ganze ein kleines bisschen zu schnell ging, also solche YouTube-Videos kann man ja auch nicht ewig lang machen, dann speichere dir dieses Video doch bitte in deiner Bibliothek ab. Du findest hier so ein Pluszeichen unter diesem Video, da kannst du draufklicken, dann speicherst dir das in deiner Bibliothek ab und dann kannst du auch mal noch eine Nacht drüber schlafen über das Ganze und dann kannst du es morgen am Klavier nochmal zusammen mit mir probieren und du schaust das Video nochmal und dann wirst du feststellen, das Ganze, das geht jetzt schon richtig viel leichter von der Hand. Und spätestens, wenn du dann übermorgen nochmal machst, nochmal eine Nacht überschläfst und nochmal zusammen mit mir spielst, dann wird das Ganze richtig flutschen. Dann, wenn es für dich in Ordnung ist, lass uns springen zu Punkt Nummer 3. Wir spielen die Tonleiter von E-Moll. Und da würde ich sagen, lass uns ganz kurz nochmal hier ins Buch reinschauen, was für Töne wir da zu spielen haben. Und zwar, wir starten, wie gesagt, mit dem ersten Finger auf dem E. Nehmen dann den zweiten Finger auf die schwarze Taste, das ist bequem zu spielen. Der kurze erste Finger, der Daumen, der befindet sich auf der weißen Taste und dann können wir die schwarze Taste, die eingerückte sozusagen schwarze Taste, auch mit einem etwas längeren Finger spielen, nämlich mit dem Zeigefinger. Und dann spielen wir ganz bequem nach oben, das wirst du gleich sehen, wie das Ganze funktioniert. Dann lass uns mal das Ganze anschauen. Und zwar starten wir hier mit dem Daumen auf dem E, spielen weiter. Zweiter Finger auf der schwarzen Taste, und das ist jetzt auch im Grunde die einzige Herausforderung an der ganzen Geschichte. Dann jetzt untersetzen wir mit dem Daumen. Wir untersetzen das Ganze und landen jetzt hier auf dem A und spielen jetzt einfach ganz bequem nach oben, bis wir wieder beim E sind. So, und wenn du jetzt weiterspielen möchtest, dann darfst du jetzt nicht den fünften Finger nehmen, weil sonst ist hier Endstation, dann müsstest du so hier weiterspielen, weil du kannst nichts mehr nachbringen. Also, wenn du weiterspielen möchtest, dann musst du hier nach dem vierten Finger den Daumen untersetzen. Und das ist jetzt doch ein bisschen Akrobatik, Daumenakrobatik, da jetzt flüssig unten durchzukommen, ohne dass du hier Verrenkungen machst und dir das Ganze wehtut. Und da gibt es einen kleinen Trick, wenn du schon ein paar Mal
hier Videos von mir geschaut hast, sage ich auch immer, hey, achte darauf, wenn du Klavier spielst, dass du immer ergonomisch spielst, dass deine Sehnen hier wirklich auf direktem Weg in die Finger reinlaufen, so in den Muskel. Der Muskel, der hebt die Finger an und der Muskel hier unten, das weißt du, der bringt die Finger, lässt sie zusammenziehen. Und du sollst es auf jeden Fall darauf achten, dass du nicht um die Ecke spielst, also dass du hier nicht das diesen hier machst und die Sehnen hier um die Ecke laufen müssen und die Sehnen sollten auch nicht hier um diese Ecke hier laufen müssen. Also diese beiden Achsen sollten stimmen. Also gerade und gerade. So, genau. Und dann kannst du das Ganze erreichen, indem du mit dem Ellbogen arbeitest. Also wir spielen hier mal kurz weiter. Und jetzt, wenn du jetzt den Daumen untersetzen musst, dann schau mal hier im großen Video, dann schau, dass du hier gerade bist und den Ellbogen nicht am Körper lässt, sondern dass du den Ellbogen hier raus machst. Und dann wirst du feststellen, dass der Daumen, guck mal, dass der Daumen hier automatisch schon in die richtige Richtung geht. Dass der also hier automatisch schon auf das E geht, ohne dass ich da jetzt großartig was machen muss. Und verglichen jetzt hier, wenn ich den jetzt an, wenn ich den Ellbogen hier am Körper lasse, dann muss ich hier eine riesen Verrenkung machen. Also dann muss ich hier eine mordsmäßige Verrenkung machen und das tut dann richtig weh. Und die Sehne, die läuft dann auch hier irgendwo um die Ecke und scheuert dann. Das ist dann wie ein Seil, das du um eine Ecke ziehst. Das mag das Seil auch nicht. Es wird irgendwann reißen. Also bei der Sehne zum Glück nicht. Du kriegst halt eine Sehnenscheidentzündung oder so, aber das ist trotzdem toi, 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 sollte man vermeiden. Wovor du dich wirklich fürchten solltest, ist das, dass dir die Kraft ausgehen wird im Arm. Also wenn du ein paar Mal die Sehne um die Ecke ziehst, dann kriegst du einen Muskelkater hier rein einfach. Und dann wird dir im Laufe des Songs, den du gerade spielst, wird dir die Kraft ausgehen. Du fängst an zum Rumeiern und du kriegst zum Schluss einfach deinen Song nicht mehr gebacken. Und wenn du dann noch ein ganzes Konzert vor dir hast, dann herzlichen Glückwunsch. Darum, das passierte dann nur einmal. Dann in Zukunft wirst du darauf achten, dass du ergonomisch spielst. Okay, kommen wir gleich nochmal dazu. Gut. Wir haben festgestellt, wir gehen mit dem Ellbogen nach außen, insbesondere wenn wir untersetzen. Siehst du oben rechts im Video jetzt, hier im Bild. Und wir gehen jetzt mit dem Daumen hier bequem weiter. So, und wenn du dann jetzt feststellst, hey, der Ellbogen, der geht aber leider nicht mehr weiter raus, aber die Hand wird jetzt schon ein bisschen wieder eckig und komisch, also hier, dann gehst du mit dem Oberkörper mit, dann gehst du mit der Schulter mit. So. Das heißt, du bleibst mit der Nase und mit dem Kopf mehr oder weniger über den Tasten, die du gerade spielst, und dann wirst du ergonomisch bleiben. Also für den Rücken ist das vollkommen egal. Also es ist ein bisschen Training für den Rücken. Aber was dich interessieren sollte, ist alles, was sich hier vom Ellbogen abwärts abspielt. Hier solltest du wirklich das Ganze mit Samthandschuhen anfassen und das wirklich so ergonomisch machen, wie auch nur irgendwie möglich. Genau, alles andere, das kriegst du wieder hin. Gehst auf eine Black Roll oder so. Oder in die Massage. Genau, und wenn du von oben nach unten spielst, dann startest du hier mit dem fünften Finger, mit dem kleinen Finger, spielst hier, bis dir die Finger ausgehen und schiebst jetzt den dritten Finger über den Daumen. Zeige ich dir gleich nochmal im Detail, wenn wir weiter sind. Hier zum Beispiel eignet es sich jetzt besser, das zu erklären. Also du schiebst jetzt hier, wir müssen mit dem vierten Finger auf das D. Dem vierten Finger und du gehst jetzt hier, schiebst du deine Hand über den Daumen. Das sieht in Großaufnahme so aus. Du schiebst die Hand über den Daumen und landest jetzt hier, ja, mehr oder weniger ergonomisch mit dem vierten Finger auf dem D. Also, du bleibst mit dem Ellbogen draußen, wie du unten rechts siehst, und schiebst einfach so leicht deine Hand über die Tastatur und du tänzelst dann einfach über die Tasten drüber wie so eine Katze. So, und dann ist diese Tonart wirklich super easy zu bändigen. Also es ist ja auch keine besonders mental schwierige Tonart, wo du dir jetzt unendlich viele Tasten merken musst, sondern du weißt einfach, okay, du hast halt hier einfach dieses Fis, dass du halt einfach dran denken musst, dass du halt nicht das F drückst, sondern einfach das Fis. Genau, wenn dir das Video ein kleines bisschen zu schnell ging, ich weiß, das braucht ein bisschen Zeit, speicherst dir ab, wie gesagt, in der Bibliothek, komm morgen nochmal zurück, schaust dir nochmal an, schlaf nochmal drüber und übermorgen wirst du es dann definitiv können, wenn wir es nochmal zusammen machen. Gut, und jetzt noch der Hinweis wie immer,
wenn du E-Moll jetzt übst, wirst du trotzdem vermutlich irgendwann einen Punkt kommen, wo du feststellst, dass es eben nur sehr wenige Songs gibt, die nur aus der E-Moll-Tonleiter bestehen und auch nur aus dem E-Moll-Grundakkord. Also nicht mal Alle meine Entchen besteht nur aus dem Grundakkord, sondern du brauchst halt auch noch andere Akkorde in einem Song. Das macht auch einen Song schön. Also eine Melodie ist ja nicht eine Tonleiter, sondern das ist ja einfach eine schöne Komposition. So, keine Ahnung, ja. Und ja, darum ist es auch vollkommen normal, wenn du weiterhin jetzt unsicher sein solltest in E-Moll und hin und wieder mal einen falschen Ton erwischen solltest oder wenn du spätestens in einer anderen, etwas schwierigeren Tonart unterwegs bist, dass du dann immer mal wieder daneben langst. Aber das muss nicht sein, das bekommst du auch hin, dass du sicher in so einer Tonart werden möchtest. Und wenn du wirklich sicher in einer Tonart werden möchtest, dann gibt es da eine Methode dafür. Du musst einfach nur ein Gefühl für die Zusammenhänge der Akkorde bekommen, also wie sich diese Akkorde zusammen verhalten. Also was du jetzt hier siehst zum Beispiel, ist der normale E-Moll-Akkord, aber es gibt ja auch noch andere Akkorde, die auch nur die Töne der E-Moll-Tonleiter verwenden. Also das klingt jetzt ein bisschen nach Komposition, aber das war es nicht. Das ist tatsächlich so eine Übung, wo du einfach Akkorde, die sich auch in E-Moll, die auch in E-Moll heimisch sind, also auch der G-Dur-Akkord zum Beispiel, ist ja auch in E-Moll heimisch oder der C-Dur-Akkord zum Beispiel. Und ja, wenn du das drauf hast, dann wirst du in der Lage sein, die Tonart aus dem FF zu meistern, dann wird dich auch nichts mehr aus der Kurve hauen. Also jetzt nicht nur bei E-Moll, sondern insgesamt bei allen anderen Tonarten. Und dafür gibt es, wie gesagt, eine ganz einfache Übungsmethode. Und wie die funktioniert, das verrate ich dir hier in diesem Buch Tonarten meistern ohne Noten. Also ich hätte dir gerne auch das Buch von einem anderen Autoren empfohlen, aber es gab dieses Buch eben noch nicht. Ich habe lange danach gesucht. Ich wollte was finden für die Intuinauten bei Piano University, die Masterclass Intuition mit mir gemacht haben. Und nachdem ich so ein Buch nicht gefunden habe, habe ich es eben selber geschrieben. Und wenn du mich kennst, dann wirst du wissen, dass wenn ich solche Tools hier rausbringe, dann ist es mir wichtig, dass du das für immer kannst, dass du das für immer lernst. Also nicht wie bei Noten, dass du nach 3 Wochen, wenn du es auf die Seite gelegt hast, wieder zurückkommst und merkst, oh Mann, ich habe es schon wieder vergessen, ich kann es wieder nicht mehr. Also wenn du mit mir lernst, dann sollst du etwas für die Ewigkeit lernen. Also dass du Klavier spielst wie Fahrradfahren, auch wenn du mal ein halbes Jahr Pause machst, dass du es dann immer noch weißt. Und darum kommt dieses Buch hier mit einem begleitenden Videokurs, wo ich dich in der jeweiligen Tonart immer fit mache. Wir haben da ein individuelles Trainingsprogramm und dann wirst du da recht schnell in dieser Tonart fit sein und auch immun sein gegen falsche Töne. Also was heißt immun sein gegen falsche Töne? Das heißt, du siehst vor deinem inneren Auge immer schon den richtigen Ton. Also du weißt, wenn du einen Ton anschlägst, wie dieser Ton klingt, noch bevor du diesen Ton anschlägst. Und so wirst du auch immun gegen einen falschen Ton. Also wenn du denkst, okay, wenn ich jetzt diesen Ton anschlage, dann klingt der falsch. Dann nehme ich lieber die Taste daneben. Und das wirst du erreichen. Also das ist jetzt nicht nur das Geheimnis von diesem Buch, das ist auch insgesamt das Geheimnis des intuitiven Klavierspielens von der Masterclass Intuition. Genau. Also, wenn du möchtest, dann kannst du dieses Buch entweder bei Amazon bestellen, da gibt es in gedruckter Version, oder du nutzt den Link hier unten, da kommst du auf meine Webseite www.piano.university, da bekommst du das Ganze als E-Book. Und bekommst du sogar noch ein kleines bisschen billiger als bei Amazon und zusätzlich bekommst du noch ein mehrwöchiges Rückgaberecht für ein E-Book. Aber ja, wenn du eben sagst, hey, ich bin damit nicht zufrieden, das komme ich nicht klar damit, dann bekommst du von mir auch immer das Geld wieder. Also es ist ein 30-tägiges Rückgaberecht. Und genau, gibt es immer bei mir bei Piano University. Also, dann hoffe ich in diesem Sinne, dass ich dir hier mal eine gute Einführung in E-Moll geben konnte. Und ja, hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen, entweder hier im Tonartenkurs bei Piano University oder eben hier auf YouTube im nächsten Video. Mach's gut und bis gleich. Schön, dass du da bist.